Jetzt bin ich hoffentlich auf dem richtigen Weg zum Castello di Falasco. Nachdem ich bei den Koordinaten ein bisschen falsch gesucht habe, habe ich nochmal Hilfe von Einheimischen bekommen, um es zu finden. So, hier. Wow, ich habe es gefunden. Ich hatte ja die Hoffnung schon aufgegeben. Aber das hier ist ja cool. Den Turm da oben soll der Cache sein. Schauen wir mal, ob er da oben ist. Coole Gegend. Und so ein bisschen Hintergrund der Geschichte ist, der Turm wurde damals von Räubern oder Landpiraten erbaut, um die ganze Festung hier, um Schätze, die sie geraubt haben, hier oben in Sicherheit zu bringen und verteidigen zu können. Das Tal hier lässt sich richtig gut einsehen. Ja, und wenn hier dann der Falsche vorbeikam, beziehungsweise der Richtige mit genug Geld, dann wurde der einfach mal überfallen. So. Und das Ganze hier in Sicherheit gebracht. Oh, schätze, der ist so 7 Meter hoch, der Turm. Und ich sehe schon da ein Seil drin. Gucke ich gleich mal, werde ich mich erstmal abladen. Und was ich schon gesehen habe, was man hier sieht, hinter dem Turm geht eine Treppe weiter. In dem Turm ist auch ein Seil, ob ich das benutzen werde, weiß ich noch nicht. Und da kann man dann mit dem Seil weiter hochgehen, die Treppen rauf. Da hinter dem Turm sind die Treppen. Eingebaut haben wir jetzt mit dem großen Akt, jetzt geht es hoch. Hochgekommen bin ich. Hier führt auch noch ein Seil innen hoch. War mir aber nichts. Habe ich lieber das eigene Seil eingebaut. Genau. Und jetzt geht's hier nochmal die Treppen hoch und oben dann die coole Aussicht genießen. Kletterer ist und dann noch da drüber rausgucken. Hier sind aber keine Fixseile. Das ist mir nichts. Da ging es die Treppe hoch. Cache ist am Turm. Definitiv coole Location. Mit einer richtig geilen Aussicht. Also hier von hier oben konnten die Räuber definitiv
das ganze Tal gut durchblicken. Durften hier nur nicht betrunken sein. Das hätte gefährlich enden können. Und drüben sieht man noch das ganze Gemauerte von den Piraten, was sie da in den Fels reingezimmert haben. Hier geht's hoch. Und dann darüber. Cooler Turm. Also da oben, das fühlt sich schon hart an. Wenn du direkt da am fremden Seil noch die Treppe hochläufst, das ist ja nichts für mich. Also, hiermit verabschiede ich mich vom Castello de... Wie hieß der nochmal? Scheiße. Castello de... Vom Castello de Falasco verabschiede ich mich. Cooler Cache, hat mir total Spaß gemacht, war seit 2017 nicht mehr gemacht worden. Zugegeben, wir haben auch ein bisschen gesucht, um hier den Einstieg zu finden. Waren erstmal komplett falsch, hätte nicht gedacht, dass wir das Teil hier überhaupt noch finden. Die Dose war schon vor den letzten beiden Findern weg, da ist jetzt ein neues Döschen oben, hat der Cache auch verdient. Also wenn ihr hier am Gardasee seid, hinter Verona, dann hier, besucht den Cache. Bis dann, macht's gut, ciao.